Hallo und herzlich willkommen zurück bei PokéMMO. Ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Das ist nämlich kein Shader. Nein, wir haben ein Update erfahren. Und, ja, anscheinend gibt es jetzt hier dieses Nacht-Feature. Das ist einfach mal schon ziemlich geil. Ich bin schon mal gespannt, was das geben wird. Des Weiteren sieht unser Charakter ein bisschen anders aus. Das liegt einfach daran, dass wir, nochmal die Chance hatten, den anders zu designen. Und ja, ich habe ihm jetzt einen kleinen Bart gegeben. Es sieht zwar ein bisschen aus wie ein Ninja eher, aber soll einen Bart darstellen. Ich habe ihn jetzt versucht, so ähnlich zu machen, wie ich mich kleiden würde, beziehungsweise wie ich aussehe. Okay, meine Haare sind ungefähr, haben ungefähr dieselben Länge, aber sind halt schwärzer. Aber ich finde die Farbe halt geil, aber alles andere, ja, hundertprozentig ich. So, des Weiteren, ich werde, habe ich schon gesagt mit der Folge, ich werde die Folge auf jeden Fall jetzt direkt hochladen, das heißt, die wird an demselben Tag hochgeladen, wie ich sie jetzt gemacht habe. Ja, das liegt einfach daran, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, eine neue zu machen. Weil ich hier noch immer ein bisschen feststecke. Ich weiß nicht genau, wie ich die Pokémon-Flöte kriege, die ja in dem Turm oben versteckt ist, aber allerdings komme ich da nicht rein, wie wir in der letzten Folge bemerkt haben. Deshalb wird das jetzt hier eine kleine Rumprobierfolge. Ja. Und jetzt mache ich erstmal einen Cut und werde, die Tipps berücksichtigen, hier mit diesen ganzen Items und blablablups, die mir hier der Piepselstimme LP gegeben hat. Die werde ich jetzt erstmal versuchen reinzudrücken, dann werde ich gucken, dass das mit den FPS, also mit den Frames per Second, ungefähr klappt, weil ich sehe hier so ein paar kleine Schlieren. Könnte sein, dass es an den FPS liegt, ich weiß es nicht ganz genau. Also sehen wir uns gleich hier nochmal wieder. Bis dann schon. Okay, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt die Theorie gerafft, was hier die Leiste angeht, und ich habe die Settings ein bisschen verändert. Muss gucken, dass ich damit klarkomme jetzt genau. Gut. Das geht schon mal ganz gut von der Hand. Ja. Jetzt geht's halt darum, ich habe noch nichts da oben reingezogen, weil ich einfach noch nichts Interessantes gefunden habe, was ich hätte reinziehen können. Und ich weiß auch gerade ehrlich nicht ganz so genau, was wir hier machen, und ich weiß, ich soll das nicht mehr sagen, beziehungsweise ich soll das nicht mehr so oft sagen. Moment mal. Wenn ich hier nicht durchkomme, hätte ich eine Idee. Ich habe mich ja mittlerweile auch ein bisschen schlau gemacht. Genau. Wir müssen irgendwie versuchen, erstmal hier durchzukommen. Das heißt, wir sollten jetzt ein Glas Wasser oder sowas finden in einem Haus von einer älteren Dame. So viel habe ich mir merken können. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück in die Stadt. In den Pokémon-Turm kommen wir anscheinend, auch wenn ich da anderer Meinung bin eigentlich, kommen wir erst, wenn wir bei Team Rocket waren. Das ist für mich ein bisschen widersprüchlich, weil ich ja privat schon da war. Hier ist nämlich das Haus von dem Typen, der oben im Pokémon-Turm hockt. Aber wir brauchen erstmal ein Haus von einer alten Dame. Wo ist das denn? Das ist der Supermarkt. Da brauchen wir nicht hin. Ja, hier waren wir aber auch schon drin. So, wo kriegen wir denn jetzt dieses Glas her? Vielleicht von dir. Und hier kommen wir nicht weiter, weil das Relaxo da liegt. Genau. Das brauchen wir gar nicht probieren, das wissen wir mittlerweile. Und mehr Häuschen gibt es auch nicht. Das ist natürlich echt extrem blöd. Und wenn wir da oben weiter hergehen, dann kommen wir wieder zurück, ne, zu den ersten Städten, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich Pokémon liebe manchmal, also die Rätsel sind manchmal ein bisschen blöde, aber naja. Genau, hier ist dieses, was sagst du? Nö, nix. So, wir gehen nochmal hierher, aber wir werden nichts finden, habe ich das Gefühl. Also laut Internet müssen wir erstmal, um da weiterzukommen, ein Glas Wasser finden und es dem durstigen Wachmann geben. Dafür lässt er uns durch. Und dann würden wir, so wie ich das verstanden habe, in die Stadt kommen, wo es auch diese Spielhalle gibt.
Was ich persönlich sehr komisch finde, da ich schon privat in der Spielhalle bin, ohne das gemacht zu haben. Moment. Moment. Das ist doch jetzt derselbe, oder? Das heißt, wir sind doch jetzt quasi drumrum gekommen. Okay, wo sind wir hier? Vielleicht ist das Ganze doch gar nicht so abwegig, denn hier ist die Spielhalle. Komisch, komisch. Ich hab... Ohne Mist, ich hab zu dem Zeitpunkt schon längst meine Relaxo gehabt. Hier ist nämlich die Spielhalle. Da ist so ein Team Rocket-Typ. Dann ist einfach mein privates Spiel geglitscht oder so. Ich habe keine Ahnung, weil den Fight hier, den hatte ich gar nicht. Aber gut, dann wäre das geklärt. Bin ich eigentlich ganz froh drum, dass wir jetzt doch so gut weitergekommen sind, obwohl sich das eigentlich gar nicht so angefühlt hat, dass wir jetzt hier großartig weiter kämen. Ist nämlich einfach so, weil ich schon dachte, bei der Aufnahme dachte ich schon, oh, 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 das wird wahrscheinlich eher weniger. Aber gut, dann machen wir jetzt hier den Team Rocket Fight, dann wird sich hier wahrscheinlich gleich das... Was hast du gemacht? Achso, okay. Ich war gerade von der grünen Farbe irritiert. Okay, weiter geht's. Das hat ganz gut geklappt. Aber was ich sagen wollte, dann werden wir jetzt gleich nach diesem Pokémon-Trainer-Kampf einfach hier runtergehen in die Katakomben der Spielhalle. Und dann dürften wir eigentlich dieses Sharp noch was bekommen, oder? Müssten wir kriegen, ne? Und damit könnten wir dann in den Turm, dann würden wir die Pokémon-Flöte kriegen. Mit der Pokémon-Flöte können wir das Relaxo wegschieben. Und alle unsere Sorgen sind vergessen. So. Der Geheimgang. So, wir sammeln... Ach, verdammt. Jetzt habe ich die Settings schon anders gelegt. Danke nochmal an der Stelle für den Tipp. Und ich komme trotzdem noch nicht damit klar. So, wir kriegen erstmal Escape Rope. Okay, könnten wir vielleicht gebrauchen. So, ich gucke mich erstmal um, bevor ich diese Trainer-Fights hier mache. Gott sei Dank, das ist ja anders wie bei dem originalen Spiel. Hier muss man ja nicht jeden machen. Okay, das hier sieht ziemlich zu aus. Dem ist auch so. Gut, erstmal weiter runter geht auch nicht. Dann gehen wir hier eine Treppe weiter runter. Oh yeah. Wie ich das liebe. Zack, zack, zack. Zack, ah, nicht so weit, nicht so weit. Achso, wir können da wieder rum. Dann können wir nämlich noch das Item hier mitkriegen, was da an dem komischen Stromkasten oder was es auch immer sein soll liegt. Was haben wir da? X-Speed. Sagt mir eigentlich gar nichts, was das jetzt bedeutet. So, zack, sind wir... sind wir wieder da. Was haben wir hier? Moonstone. Moonstone, was war Moonstone? Ich weiß das doch. Ist das vielleicht der Stein, mit dem man hier den... Beziehungsweise das Relikt irgendwie, was wir gefunden haben, dieses Pokémon-Relikt. Warte, ich zeig das mal schnell. Wir haben doch hier dieses Dingens gefunden. Da. Dieses Fossil. Brauchen wir dafür nicht einen Moonstone? Kann das sein? Nö. Okay. Gut, war auch nur eine Idee. Ich wusste mal, was ein Moonstone war. So viel kann ich schon mal sagen. Es gab nämlich auch mal eine Folge im Fernsehen. Da war auch irgendwas mit dem Moonstone. Also mit dem Mondstein. Oder war es jetzt bei Sailor Moon? Da gab es auch hier Mondstein Flieg und so, ne? Aber das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Hier ist der Ausgang. Da drüben ist noch ein Item. Komm, wir schenken uns das Item einfach mal und gehen hier erstmal zum Ausgang. Ja. Ja, genau. Machen wir es doch einfach so. Meine Fresse. So, was ist da oben Schönes? Eigentlich ist es ja widersprüchlich, jetzt hochzugehen. Genau, hier waren wir auch. Okay, bin ich jetzt bescheuert oder... Oder what? Wahrscheinlich ich, ne? Okay, dieses ganze Labyrinth dient anscheinend nur dazu, die Items zu bekommen. Wir wollen aber ein ganz bestimmtes Item haben. So, was liegt denn da unten so halb versteckt? Was haben wir denn da? Ein Item.
Also eine Attacke ist da drin versteckt. Da müssen wir nochmal. Oder gucken wir am besten jetzt. Was wir da Schönes gefunden haben. Items waren. Quatsch, Attacken waren hier. 21. Da. Frustration sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Scheint so ein Wegwerfding zu sein. So, glitsch dich erstmal aus. Dann können wir auch das Item nehmen. Rare Candy. Okay. Da geht es wieder zurück, offensichtlich. So, warum können wir hier eigentlich nicht unser Abra zum Teleport nehmen? Dann können wir uns auch eigentlich dahin teleportieren, wo wir hin möchten. Das wäre auch eigentlich viel einfacher. Vor allen Dingen glitscht das hier ein bisschen hin und her. Ist auch nicht gerade schön, aber... Naja. Das passt schon so.